Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. OP, Glück oder Können, Win is Win, Warzone. Ob ich glaube, das ist besser als Fortnite. Ich habe ja fast 20 Minuten gebraucht, um hier überhaupt in das Spiel reinzukommen, ne? Er hat alles versucht, online zu verbinden. Fast 20 Minuten, okay. Ist eben COD. Ich liebe eigentlich COD, aber seit Modern Warfare, ich weiß nicht, was das soll mit diesen Shadern, diesen langen Ladezeiten, Einwählzeiten, sind es eigentlich eher. Es nervt. Es macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und bei Fortnite habe ich nur Lags. Es laggt. Ich gehe über europäischen Servern, gebe ich mit einem 13er Ping und es laggt. Also sehr realistisch, dass das europäische Server sein soll. Ja, dementsprechend war das Fortnite-Video. Guckt euch trotzdem an. Ist lustig. Und wo gehen wir runter? Ich weiß es nicht. Stadium? Nee. Farmland? Nee, Downtown. Ja, mal gucken, ob ich hier mehr als oder weniger als 2 Runden brauche. Oder 3. Wir gehen auf den Nakatomi Tower. Ich weiß nicht, ob es der sein soll, aber dann können wir von oben wieder abspringen, wenn es drauf ankommt. Oh, da hat einer die gleiche Idee. Oder mehrere die gleiche Idee. Oh. Nein! Und jetzt geht's schon wieder. Warum? Ja, wir machen eine Runde Nummer 2. Nach 1 Minute 18 den Gulag nicht überlebt. Runde Nummer 2. Ey, willst du mich jetzt eigentlich verarschen, dass du genau die... Guck doch mal, ich treffe dich! Alter Falter! Was ist denn mit der Synchroni... Das ist Licht. Alter, ich dachte schon, was ist denn hier so unsynchron, verdammt. Ich werde jetzt durch die Wand geschossen, wird jetzt hier gescheatet, dachte ich gerade. Alter Falter, Alter, ist ohne Scheiß. Man sieht ja, dass ich eigentlich noch gar nicht tot war. Aber statt ich den letzten Schuss machen konnte, hat es geleckt. Und ich war tot. So, hä? Und dann siehst du auch noch, dass der gar nicht getroffen hat. Eigentlich, aber ich bin umgefallen. Ich weiß nicht, ob das Cheater sind und bei bei Fortnite und so. Oder ob das einfach so ist, dass ich mit Vodafone einfach eine beschissene Internetverbindung habe. Oh, ich war hier noch nie. Wir gucken uns mal kurz um. Wir sind ja noch in der Zone. Oder ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich nur eklig an. Es macht auch keinen Spaß. Man zweifelt an sein Können. Aber Hauptsache, andere haben dadurch Vorteile und machen dich 10-mal fertig. Nee, es ist richtig eklig und macht gar keinen Fall. Also ich war hier noch nie bei der Absturzstelle des Satelliten, muss ich sagen. Und ich stehe gerne auf dem Präsentierteller. Okay, da gehen wir runter. Können hier schön in Ruhe looten, das ist auch mal ganz schön. Oh yes. Aber behalte ich das LMG? Nee. Ich glaube, für Nahkämpfe ist das Ding richtig böse. Okay, also ich bin jetzt von der Absturzstelle nicht sehr begeistert. Ich kann hier ein bisschen looten und das war's. Okay, dann gehen wir mal wieder in... Hä? Mir wird angesagt, ich kann jumpen. Hä? Okay, nee, also ich bin in letzter Zeit ein bisschen jetzt hier... mitten auf dem Acker. Willst du mich verarschen? Hä? Alter, mitten auf dem Feld kann man was kaufen. Ehrlich? Sehr gut angelegt. Okay, wir gucken, ob wir noch ein paar Gegner kriegen, ohne zu sterben. Deswegen lande ich extra schön außerhalb. Ich will ja mehr als 1 Minute 18 leben, ne? Aber jetzt, oh Scheiße, das war selbst bei Fortnite scheiße. Fortnite. Oh mein Gott. Ich verstehe das nicht. Achso, hier war ich. Und hier komme ich doch. Sag doch mal was. Da hinten wird geschossen, da mischen wir uns ein. Aber es geht von außen. Jetzt würde ich sagen, wir looten noch ein bisschen fein. Ich bräuchte ein besseres Sturmgewehr. Ah, Lagerfeuer, Fortnite, komm, Energie auffüllen. Problem ist, dass sie außerhalb der Zone sind. Lohnt sich das? Ich könnte versuchen, ein Fahrzeug sie zu überfahren. Im Gefängnis, ach nee. Das Gas kommt. Ist da jetzt was, leuchten sie? Okay, wir gehen ein bisschen mehr in die Zone. La 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 la. Oh. Er hat auf mich geschossen. Keine Ahnung, weiter geht's. Ich habe eine Panzerplatte verloren. Wer hat auf mich geschossen? Oh.
Ey, dann schießt er auf mich und verliere eine ganze Panzerplatte. Nee, die holen wir uns gerade nicht. Wie gesagt, ich möchte ein paar Minuten gut machen, bevor ich wieder verrecke. Seit ich heute bei Warzone und Fortnite so abkacke. Also Warzone ist eigentlich normal, aber Fortnite nicht. Aber es fühlt sich auch so leckend an, so richtig so... Boah. Weil nur gucken, ob da jemand drin ist. Wir jumpen à la GTA, komm schon. Na gut, GTA ist cooler, bin ich ehrlich. Es schießt schon wieder jemand auf mich. Okay, wo bist du? Ich denke mal, die Person ist besser auf Sleeper-Position. Was ich jetzt mache, ist natürlich wieder vollkommen dumm. Und eigentlich müsste die Person ja hier durchkommen, die sie auf mich geschossen hat. Alter Schwede! Ich hab den irgendwie so noch mitbekommen, ey. Oh mein Gott, ey. Dann habe ich gedacht, weil ich gleichzeitig amüsiere, der tötet mich. Ich glaube, ich habe den aus dem Augenwinkel gehört. Aus dem Augenwinkel gehört. Ich weiß nicht, ob ich gehört oder gesehen habe. Und dann dachte ich noch, alter Schwede. Genau, ich habe erst Schritte wahrgenommen. Dann drehe ich mich um, visiere an, was der größte Fehler ist. Und dachte, alter Schwede, wenn der mich jetzt, ne? Und ja, der hat mich gar nicht wahrgenommen. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Und ja, schöner Kill. Wenn man denkt, dass ich 90% daneben geschossen habe, sehr schöner Kill. Dürfen wir natürlich hier nicht sterben. Nehmen wir mal diese wunderschöne, wie heißt der eigentlich? Mac 10, hab ich mir doch gedacht. Die sieht auch aus wie ein Mac. Komm, wir gehen mal da hoch, da haben wir eine bessere Aussicht. Ja, ich glaube, hier ist irgendwo jemand im Fight. Oh, pass auf, jetzt werde ich voll in den Rücken geschossen, weil ich hochklettere. Ach Mann, ey, beweg dich! Aber egal, so ist wenig Kills, viel Gelaber, aber Rababa. Ne, ich kann ein paar Minuten gut machen. Okay, ich glaube, das ist besser als was ich habe, ne? Das ist grün. Ja, das war die Krieg, ne? Oder? Ne, die QPZ, okay. Solange es nicht die Quarantäne, die Quarantänezone bei Starship Troopers ist, alles cool. Die KIZ? Ne, nicht KIZ, die QEZ. Quarantänezone. Ich bin doof. Okay. Ich muss in die Richtung. Mal gucken, ob ich von da nach da komme. Denkt man nicht. Nein, schade. Hallo, Hauswand. Das ist die QPZ, ne? Nicht die QZ. Die QPZ? Ich habe keine Ahnung. Ich muss nochmal gucken. Okay, wir nehmen einen höheren Weg. Ja, von da aus kann ich besser runterspringen. Sorry, wenn es jetzt so langweilig ist und ich so wenig cutte, aber ich habe wirklich gerade von Fortnite und von Warzone die Schnauze voll. Erstmal brauchst du wirklich so an die 10, 15 Minuten einwählen, wo du auch nur so einen Hals kriegst und denkst, warum? Ne, so in die Richtung, ne? Ja. Hat sowas von einem Zombie-Film. Total ruhig, ey. Oder so ein Endzeit-Film. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ist in der falschen, völlig falschen Richtung. Nee, warte mal. Hä? Ach, da. Ah, Mann, ey. Das ist aller Zombie-Film oder das so. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheit. Ah, Mann, ey. Drück mir die Daumen. Sonst sehen wir uns in Runde 3 wieder. Das war jetzt nicht ganz so geplant, aber ich denke, eine gute Idee. Danke, ich werde schon beschossen. Ja, ich merke, danke. Das gibt's doch nicht. Du verdammter Scheiß-Sniper von oben vom Dach. Oh Mann, ey. Ich persönlich habe nichts zu verlieren. Wir können auch gleich runtergehen. Na, wir gehen jetzt für Runde 3 hier runter. Ich habe auf jeden Fall genug Zeit zusammen. Wie gesagt, heute ist Warzone und Fortnite nicht mein Tag. Wir sind gleich in 2 Minuten wieder raus, ey. Der Feind springt über dem Gebiet. Dein Primärziel ist es, sie alle zu töten.
Jetzt erklär mir mal, warum ich daneben schieße. Warum schieße ich angeblich daneben? Egal, das nehme ich alles mit rein. Guck mal, er schießt auch eben 5-mal daneben und trifft einmal. Hat man danach komplett getroffen. Mhm. Ich habe auch keinen Bock mehr, das wird so zusammengeschnitten. Ich habe keinen Bock mehr. Weiß nicht, was bei Fortnite und Warzone alles gerade nicht funktioniert oder ob heute wirklich gesagt, Vodafone, du kriegst von uns kein Datenvolumen. Oh, mit diesem Ding verliere ich. Das nehme ich am 3, ich muss einen Abmord machen. Es tut mir auch leid, ich Ja, da ist er. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace.